So, erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Ich weiß, es kam in den letzten Tagen schon ein paar Videos, aber hier nochmal frohes neues Jahr nachträglich. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen und hattet schon ein paar schöne erste Tage im neuen Jahr 2020. Und habt die ersten Videos genossen, die ich in diesem Jahr schon hochgeladen habe. Habt euch an den ersten Videos des neuen Jahres schon erfreuen können. Jetzt muss aber eine wichtige Sache verkündet werden. Vom 6.1. bis zum 19.1. werde ich auch dieses Jahr wieder eine kleine Winterpause einlegen. Ja, alle Jahre wieder muss es sein, im Januar eine kleine Winterpause nach den großartigen Uploads im Dezember. Im Dezember war viel los auf meinem Kanal, viele Uploads und wirklich großartige Specials und großartige Ereignisse. Da ist es im Januar dann einfach, ja, fast schon ein Muss, dass eine kleine Winterpause stattfindet. Die findet dieses Jahr vom 6. bis zum 19.1. auf meinem Kanal statt. In dieser Zeit wird es auf meinem Kanal keinen Upload-Plan geben und es werden keine neuen Videos kommen. Ja, eine kleine upload-freie Zeit. Ab dem 20.01. geht es dann auf meinem Kanal fröhlich und munter in gewohnter Weise weiter. Und da gibt es dann auch wieder fleißig neue Uploads und wunderschöne neue Videos. Eine neue Reihe an Uploads für das Jahr 2020. Im Kopf noch im vergangenen Jahr, verzeiht. Ja, ich bin nicht gestorben, ich bin nicht aus der Welt, ich bin, also mit mir ist nichts passiert, also für alle, die dann in dieser Zeit sich überraschen, hoppla, da kommt auf einmal kein Video, er lädt nichts mehr hoch, hier dieses Video, das dürfte dann auch der letzte Upload sein, der hochgeladen wurde. Also ich werde am 6.1. noch dieses kleine Video hochladen. Also ihr werdet es jetzt, heute müsste der 6.1. sein, wenn ihr dieses Video seht. Also für die Zeit dann auf diesem Kanal, falls jemand irgendwo fragt, hat der Zwergenfürst aufgehört, YouTube-Videos zu machen? Hat er nicht. Am 20. macht er weiter. Ich bin auch noch da, ich bin in den Kommentaren auf YouTube auch noch zu finden. Ich lese eure Kommentare unter den Videos weiterhin und auf Social Media, auf den sozialen Media-Kanälen, Instagram, Twitter und ja, also in den Kommentaren über die sozialen Netzwerke werde ich natürlich auch in der Winterpause erreichbar sein. Ich bin nicht aus der Welt, ja, hab nicht mit YouTube aufgehört, ihr könnt mich nach wie vor überall anschreiben und mich mit Kommentaren überhäufen. Überall, wo ich aktive Accounts habe, das also standardmäßig Instagram und Twitter, da bin ich am schnellsten erreichbar und in YouTube in den Kommentaren. Also kommentiert weiter fleißig unter meine Videos. Da werde ich auch in der Winterpause noch fleißig drauf antworten. Ja, so sieht's aus. Ja, ansonsten verbringe ich einfach mal ein paar schöne Neujahrstage zusammen mit meiner Familie und genieße meine freien Tage, das Stückchen Urlaub, das ich jetzt noch habe, bis ich dann wieder arbeiten gehen muss, darf, wollen muss. Ja, euch wünsche ich weiterhin einen guten Start in das 2020. Jahr, in das neue Jahrzehnt. Ein neues Jahrzehnt unserer Zeitrechnung. Kommt gut in das neue Jahr und habt trotzdem, obwohl es keine neuen Uploads für
eine kleine Zeit geben wird. Es sind nur 2 Wochen, die ich Winterpause mache. Ja, in der Zeit, wo ich jetzt meine Winterpause mache, könnt ihr euch gerne meine älteren Videos angucken. Es kamen, wie gesagt, die letzten Tage ein paar schöne Videos online. Vom 1. bis zum 5. kamen neue Uploads, die man sich angucken kann. Und letztes Jahr noch, also am 31. kam noch ein wunderschönes Silvester-Special. Das könnt ihr euch auch noch angucken, ein kleiner Silvester-Talk und ein Jahresrückblick. Die Verleihung des Güldenen Gartenzwerg 2019. Sehr empfehlenswert, kann man sich auch noch angucken, wenn man langweilig ist. Da mache ich jetzt schon seit fast 4 Jahren Daily Upload. Und nun ja, sind schon ein paar Videos, die man sich vielleicht noch geben kann, die man noch nicht gesehen hat. Also, wie auch immer, wir sehen uns am 20. wieder mit neuen Videos auf diesem Kanal. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt dran. Ich bin nicht aus der Welt, wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, habt eine angenehme, fürstliche Zeit und lasst es euch gut gehen. Haut da rein.